So, ich denke mal, wir werden jetzt das Ende von CD1 sehen. Also los geht's. Wer ist denn in der Muschel da? Bin gespannt. What? Hier ist niemand. Oh. Hä? Was ist denn los? Das ist ein See. Da ist was. What? Holy shit. Was ist denn hier los? Krass. Und wunderschön. Was ist das denn? Der Altar des alten Volkes? Wahnsinn. Dann gehen wir mal einmal speichern. Die vergessene Stadt. Okay, mystisch. Holla, die Waldfee. Harris. Harris? Ja, Cloud. Hops, hops. Schnell. Was macht Eris da beten? Komisch. Ja, wir wehren uns. Unglaublich. Sephiroth. Genova, was soll das? Ah, Cloud, hör auf damit. Ja, wozu zwingst du mich? Eris, das kann doch nicht sein. Keine Angst, das Mädchen geht in Planetenenergie auf. Wir halten nirgendwo mehr. Jetzt geht nach Norden. Das verheißene Land liegt hinter den Schneefeldern. Dort werde ich neu geboren, da ich eins werde mit dem Planeten, genau wie das Mädchen. Halt die Klappe! Der Lauf der Natur und der Plan sind egal. Eris ist fort. Eris wird nie wieder sprechen, nie wieder lachen, weinen oder Zorn empfinden. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Was ist mit meinem Schmerzen? Meine Finger kribbeln, mein Mund ist trocken, meine Augen brennen.
Was redest du da? Hast du etwa Empfindungen? Natürlich, was glaubst du eigentlich? Hör auf traurig zu bieben. Du brauchst auch nicht so wütend zu. Denn Cloud, du bist... Was? Boah, Seefraud, was du hier getan hast, ne? Verzeihen wir dir niemals. Du Arsch. Na komm, Kugelhagel auf Genova. Das ekelhafte Vieh. Komm her. Babs. Sehr gut. Und down. Na, ich bin halt ganz schön overpowered. Yeah. Du bist eine Marionette. Ich eine Marionette? Boah, Seefraud, dafür werden wir uns rächen. Du Arsch. Jetzt hört alle mal gut zu. Ich bin Cloud, Ex-Soldat aus Nibelheim. Ich will mit Sephiroth abrechnen. Du hast recht. Ich bin freiwillig hier, zumindest dachte ich das. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, habe ich Angst vor mir selbst. Ich verstehe mein Verhalten oft selbst nicht. Zum Beispiel... als ich Sephiroth die schwarze Materie ergab. Hättet ihr mich nicht abgehalten, wäre Aeris womöglich. Da ist etwas in mir, ein anderes Ich. Darum sollte ich diese Reise beenden, bevor ich was Furchtbares tue. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört, Aeris getötet und jetzt will er den Planeten zerstören. Das verzeih ich nie, Sephiroth. Ich geb nicht auf. Tut ihr mir einen Gefallen? Kommt ihr mit? Damit ich keine Dummheiten mache. Weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie Aeris den Planeten vor dem Meteor retten wollte. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber... Wir geben noch eine Chance. Wir müssen uns die schwarze Materie zurückholen, bevor Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ende von Teil 1. Ende von CD 1. Sehr schön. Cool. Ja, ist doch nice. Ende von CD 1. Und eigentlich hätte jetzt ein Diskwechsel kommen müssen.
Und ich glaube, der ist auch jetzt gekommen. In welche Richtung ist Sephiroth gegangen? Ugh. Hey, alles okay? Sephiroth sagte Richtung Norden, über die Schneefelder. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Ja, willkommen auf CD2, ne? Sehr, sehr gut. Tja, Aeris ist jetzt für immer weg. Und egal, wer was anderes behauptet, Aeris ist tot. Für immer. Für immer und ewig, unwiederholbar. Nee, Moment, ich wollte da das Teil da bekommen, warte mal. Hä? Ja? Okay, ich kann dann nicht rum. Nö, kann ich nicht. Ist vorgegeben. Was ist hier? Eine Materia-Höhle? Mach ich mal die Kämpfe an, um den Gegner hier zu schauen. Ba, 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 ba. Was ist das denn für ein Vieh? Geht weg. Was wollt ihr? Geht und krepiert. Shazam. Nice. Oh. Sehr cool. Vincent ist einer von der richtig coolen Sorte. Jetzt haben wir Aeris nicht mehr hier, Mann. Ich krieg die Krise. Nach rechts. Oh. Nö. Jetzt gehen wir runter. Ich glaube, ich muss dann nach links, nach rechts. Nö. Ich kann nur hier lang. Dann gehen wir nach links. Shit, Alter. Nach rechts. Bullshit, ich komme nicht an die Dinger. Ah, jetzt. Ah, okay. Ergibt Sinn. Eine Hypnosekrone? Was? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Eine... Hä? Was ist das Vieh? Eine Hypnosekrone. Erhöht die Erfolgsquote beim Manipulieren. Okay. Nach rechts. Mega-Elixier. Okay. Passt. Oh, was ist das denn? Ist ja eklig. Ah. hoch. Nach links. Nach links. Oder nach rechts. Nach links. Hey, hoch. Ein Blitzarmband, okay. Ja, jetzt müssen wir nur hoch. Dann nach links. Das ist ein bisschen kompliziert hier, aber passt so. Hoch. Ab geht er hier. Bam, 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 bam. Was ist das denn? Was? Was seid ihr denn für Viecher? Ihr könnt nichts, also geht weg. Shazam. Haha. Ihr Loser. Eine Kraftkapsel, okay? Das geben wir mal alles Cloud.
Ein Hyper, ein Kriegsgong. Ey, wo sind die Sachen? Mega-Elixier haben wir da, eine Kraftkapsel haben wir da. Okay. Nein! Verdammt. Los, geht und krepiert. Lass, ich habe eh eine Schleife an. Das hat eh keinen Sinn mehr. So. Oh. Schneefelder. Okay. What? Hier sind Schneefelder und hier ist die offene Weltkarte. Oh, Wölfchen. Na dann, komm. Angriff. Zusammen. Barrel kriegt erstmal durch den Schutz immer jeden Schlag ab. Passt schon. So soll's auch sein, unser Bodyguard. Obwohl wir so viel Scheiß zu verantworten haben, muss er uns hier einfach mal helfen. Finde ich gut. Ich muss jetzt nach links. Ich werde mal die Kämpfe hier eben ausmachen und mal da gucken. Ah, okay, ne, hier ist nix. Das heißt, wir gehen einfach da oben rauf. Was ist denn hier los? Hier kann man Chocobos finden. Aber keinen Bock drauf, hier ist auch nix. Hier werde ich mal die Kämpfe kurz anstellen. Oh! Ein paar Wölfchen. Na gut. Die können auch nichts, aber haben gut EP hier. Das passt. Dann gehen wir mal da hinten hin, ne? Was ist das denn? Hier ist ein Dorf. Okay. Ja, aber was hier so in dem Dorf abgeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Also, bis dann und ciao, euer Let's Play E-Gamer.